Diese Videospielszenen sind unvergesslich. Willkommen bei WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir euch unsere Auswahl der Top 10 berühmtesten, ikonischsten Szenen in Videogames. In dieser Liste schauen wir uns Szenen und/oder Momente in Videospielen an, die ikonisch geworden sind. Trotz ihres Ruhms sprechen wir hier eine Spoilerwarnung aus, falls ihr die Spiele noch nicht kennt. Nummer 10. Das Masterschwert ziehen. The Legend of Zelda. Ocarina of Time. Das Legend of Zelda-Franchise gibt uns eine wahre Auswahl an denkwürdigen und ikonischen Szenen, aber der Moment, in dem Link zum ersten Mal das Masterschwert in Ocarina of Time zieht, ist ohnegleichen. Um Ganondorf zu stoppen, entnimmt der junge Held das heilige Masterschwert seinem Podest und wird in der Zeit nach vorne geworfen, in eine Zukunft, in der sein Gegner bereits gewonnen hat. Ocarina of Time ist nicht das erste Zelda mit diesem berühmten Item, aber hier wird es zum ersten Mal so detailliert gezeigt. Da man das Schwert immer ziehen und wieder einsetzen muss, um durch die Zeit zu reisen, ist der Moment in das Gedächtnis vieler GamerInnen wie eingebrannt. Nummer 9. Samus ist eine Frau. Metroid. Das älteste Spiel auf der Liste. In Metroid erforschen Spieler außerirdische Höhlensysteme, bekämpfen Monster und besiegen Weltallpiraten. Trotz der labyrinthartigen Level wurden Spieler mit der Zeit immer schneller darin, das Spiel durchzuspielen. Und wenn man es schnell genug durchspielte, bekam man ein alternatives Ende, in dem enthüllt wird, dass der Protagonist Samus Aran in der Weltallrüstung tatsächlich eine Frau ist. Diese Enthüllung machte sie zu einer der ersten und ikonischsten Heldinnen. Nummer 8. Weißer Phosphor. Spec Ops: The Line. There's always a choice. No, it's really not. Die meisten modernen Shooter glorifizieren Krieg oder sie meiden seine grausigeren Konsequenzen weitestgehend. Obwohl Spec Ops: The Line wie andere Shooter aussieht, es verhält sich nicht so. Tatsächlich ist es eine dunkle Satire von Krieg und Spielen, die ihn vergöttern. Die berüchtigste Szene entsteht wahrscheinlich, als Protagonist Martin Walker seinem Team befiehlt, Mörserangriffe mit weißem Phosphor zu benutzen. Okay, prepare to fire. That in order? Yeah, it is. Nachdem man die Ziele mit Infrarot ortet, muss man durch das eben angegriffene Gebiet hindurch. Dabei stellt sich heraus, dass man nicht nur ein Kriegsverbrechen begangen hatte, indem man chemische Waffen benutzt hat, sondern auch, dass man ZivilistInnen getroffen hatte. What? Oh no. Nummer 7. Marstons letztes Gefecht. Red Dead Redemption. Well, old man, looks like things is about to get settled once and for all. Dieser Videospiel-Western folgt John Marston, einem ehemaligen Abtrünnigen, der seinen Namen reinwaschen will, indem er seine alten Bandenmitglieder richtet. Nachdem er dies aber schafft, tauchen die Agenten der Regierung auf, die ihm dafür Begnadigung versprachen, um ihn zu töten. Come on, old man. I'm gonna need you to help me hold them off. John kann seine Familie in Sicherheit bringen, bleibt aber zurück und bekämpft Horden von Männern in seinem letzten Gefecht. Egal, was man versucht, John kann seinem Schicksal nicht entkommen. Nummer 6. Sarahs Tod. The Last of Us. There is something bad going on. We have got to get out of here. Do you understand me? Yeah. Dieses cinematische Spiel hat eine Menge denkwürdiger Szenen, aber eine der einschlägigsten ist diese. Das Spiel beschreibt den Ausbruch einer Pilzinfektion, die Menschen zu aggressiven Mutanten macht. Im Intro sehen wir, wie Protagonist Joel versucht, seinen Bruder Tommy und seine Tochter Sarah in Sicherheit zu bringen. What's going on? It's the Coopers. Something right with them. Ein Autounfall verletzt Sarah und kurz darauf werden sie von einem Soldaten angeschossen, woraufhin das junge Mädchen stirbt. Nicht nur herzzerreißend für uns, auch ein definierender Moment für Joel. Sir, there's a little girl. But... Yes, sir. Nummer 5. Wärst du so gut? Bioshock. Bioshock folgt Jack, der einen Flugzeugabsturz überlebt hat und eine Unterwasserstadt entdeckt. Dort angekommen, fragt ihn ein Freiheitskämpfer Atlas, ob er ihnen hilft, den Anführer der Stadt Andrew Ryan zu stürzen. Erreicht man aber Ryans geheiligten Grund, entdeckt Jack den Satz, wärst du so gut, auf eine Wand geschrieben. Would you kindly
powerful phrase. Worte, die Atlas wiederholt zu Jack spricht. Eine Aufnahme und Ryan selbst erklären, dass Jack aus Raptor kommt und darauf konditioniert ist, auf diese Phrase zu hören. Ryan demonstriert dies, indem er Jack Atlas töten lässt. Eine Wendung, die dieses ohnehin verdrehte Spiel auf den Kopf stellt und das Thema des freien Willen aufgreift, das immer wieder auftaucht. A man chooses. A slave obeys. Nummer 4. Revan's Identität. Star Wars. Knights of the Old Republic. They say the Force can do terrible things to a mind. Can wipe away your memories and destroy your very identity. Knights of the Old Republic zählt zu den beliebtesten Star Wars-Veräußerungen außerhalb der Filme und Szenen wie diese sind der Grund dafür. Der Spieler steuert einen unter Amnesie leidenden Nutzer der Macht, der von den Jedi beauftragt wird, Darth Malak, einen Sith Lord und ehemals Schüler des großen Darth, Revan, zu bekämpfen. You cannot hide from what you once were, Revan. Recognize that you were once the Dark Lord. Irgendwann entdeckt man, dass man selbst Darth Revan spielt und dass die Jedi eure Erinnerungen ausgelöscht haben, woraufhin man sich entscheiden muss, ob man weiter für die Jedi kämpft, die einen manipuliert haben, oder den dunklen Thron erneut besteigt. Star Wars ist für Plot-Twists bekannt, aber dieser ist vielleicht der größte. All hail the return of Darth Revan, the true Lord of the Sith! Nummer 3. Die Atombombe. Call of Duty 4. Modern Warfare. So, are we there yet? Call of Duty-Spiele lassen uns oft verschiedene Charaktere je nach Mission spielen. In der 10. Mission des Spiels Shock and Awe spielt man Marineoffizier Paul Jackson, dessen Truppe eine Basis im Irak angreift. Es gelingt dem Trupp, einen Piloten zu retten und einen Hubschrauber zu evakuieren. Doch über Funk erreicht sie die Nachricht über einen Nuklearangriff. Die Bombe zündet tatsächlich und tötet Tausende. Man steuert Jackson in seinen letzten Momenten, während er durch ein Ölland der Zerstörung kriecht, den Schrecken von Nuklearwaffen eindrücklich nachgestellt. Nummer 2. Starter-Pokémon auswählen. Pokémon Rot und Blau. Das erste Pokémon ist für so viele junge Leute das Initiationsritual. Am berühmtesten ist dieser Moment wahrscheinlich in den ersten Spielen der Serie Pokémon Rot und Blau. Jeder Spieler startet in Alabastia und wird von Professor Eich aufgefordert, zwischen Shiggy, Glumanda und Bisasam zu wählen. Jeder hat andere Vorzüge, aber ihr könnt euch sicher sein, dass euer Rivale die Schwäche eures Pokémon auswählt. Wir lachen trotzdem zuletzt, denn wir konnten seinen Namen auswählen. Bevor wir unsere Nummer 1 enthüllen, sind hier ein paar lobenswerte Erwähnungen. Okay, here we go. No, hold on, hold on. Almost there. Just now. Jump! What is that? Where's that coming from, Everywhere. Mendoza? I don't... There! Mira! Hold still! Hold still! Let him have it! Bevor wir weitermachen, abonniert unseren Kanal und klickt auf die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. Nummer 1. Aerys Tod. Final Fantasy 7. RPGs ließen schon des Öfteren permanente Gruppenmitglieder sterben. Vor Final Fantasy 7 und danach. Aber dieser hier blieb uns allen im Gedächtnis. Wie Sephiroth Arius von hinten ersticht, war beim ersten Mal für alle herzzerreißend. Vielleicht, weil es einer der tragischsten Tode in einer Cutscene war. Oder wegen der traurigen Musik. Oder weil der Verlust einer so reinen Seele einfach fürchterlich ist, ob sie fiktiv ist oder nicht.